Hallo, diesmal schaue ich mir das Projekt Hohlehe an. Im Endeffekt findet es, ob eine E-Mail-Adresse zur Registration genutzt wurde. Und ja, die Bedienung ist recht simpel. Die Installation ist auch wie immer sehr einfach. Ein kleiner Git Clone. Dann in das Verzeichnis gehen. Und dann jetzt mal diese Variante und fertig. Und jetzt müsste es eigentlich schon gehen. Hohlehe. Und das prüft jetzt verschiedene Möglichkeiten durch. Und sagt mir dann, wo es vermutet, dass diese E-Mail-Adresse zur Registrierung genutzt wurde. Ja. Grün soll also ein Account sein. So, was kann Hohlehe noch? Schauen wir mal ins -H. Und es kann eine CSV-Datei ausgeben. Ja, ansonsten recht schlank. Ich kann mir nur only used noch ausgeben lassen, also minus minus only used. Dann werden wahrscheinlich nur noch die grünen angezeigt. Ja, und jetzt im Endeffekt kann ich das Ganze auch noch als CSV-Datei ausgeben. Und dann sollte im Ordner Hohlehe eine CSV-Datei auftauchen. Ah, da kam sie schon. Ja, und hier sehen wir im Endeffekt dann doch wieder die ganze Liste. Und hier mit welcher Methode eben versucht wurde, das herauszufinden. Ja, aber das ist jetzt natürlich nicht so doll. Dann machen wir das eben anders. Und zwar haben wir ja jetzt hier diese CSV-Datei. Die können wir uns ausgeben lassen. Hier hinten der letzte Meldung ist, wenn das true ist, dann ist es ja das Positive. Also schauen wir noch mal an, ob immer diese drei Kommas drin sind. Grep, Komma, Komma, Komma. Und wenn ich minus V eingebe, dann kriege ich die raus, wo es eben anders ist. Das ist bei der Überschrift. Wunderbar. Also brauche ich mir doch jetzt einfach nur true, Komma, Komma, Komma ausgeben lassen und dann habe ich die. Und falls ich die Überschrift auch mit haben will, dann muss ich hier auf den eGrep wechseln und sagen, entweder es ist true, Komma, Komma, Komma oder und jetzt eben das, was hier in der Überschrift stand, zum Beispiel Name, Komma, Name, Komma. Klammer zu. Und dann habe ich jetzt genau das, was ich wollte. Und wenn ich das jetzt wegspeichern will, wäre das einfach hier mz.csv. Die sollte ich jetzt hier auch haben. Und wenn ich die jetzt öffne, dann habe ich auch nur noch die Ergebnisse drin, die positiv waren. Ja. Gut, mehr habe ich zu dem Tool auch nicht, ist ja recht klein. Also macht's gut. Ciao, ciao.